Fingersatz Nummer 1. Bei Fingersatz Nummer 1 beginnen wir auf den zweiten Bund von der C-Seite mit dem ersten Finger. Dann kommt der dritte Finger auf den vierten Bund. Dann kommt die E-Seite mit dem zweiten Finger auf den dritten Bund. Dann kommt der vierte Finger auf die E-Seite. Dann kommt der erste Finger auf den zweiten Bund von der A-Seite. Und dann kommt der vierte Finger, der kleine Finger, auf den fünften Bund von der A-Seite. Jetzt ganz langsam mal im Takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und das ist wichtig, zuerst langsam, damit sich die Finger daran gewöhnen können. Dann immer von unten, von oben nach unten und dann von unten nach oben und schön im Takt bleiben, damit man das Rhythmusgefühl auch schult. Jetzt gehen wir runter und dann rauf. 1, 2, 3, 4. Ich bin jetzt nochmal von D zu E zurückgegangen, weil der E ja der Grundton ist. Was auch wichtig ist, dass du beim Üben, währenddem du die Töne drückst, die Töne aufsagst, damit du genau auch die Ukulele kennenlernst, beziehungsweise das Griffbrett, wo sind welche Töne. Und zwar kann man das so machen. 1, 2, 3, 4. D. G, A, H, D, D.